Büro. Hast du jetzt bloß eins gemacht? Ach, du bist so blöde manchmal. Hier, trage mal bitte Holz. Müsste man also noch einen Boden reinlegen, damit der auch hübsch ist. Damit die hier mehr positive Dinge kriegen. Ja, sehr gemütlich. Das ist gut. Sehr vergnügt ist auch gut. Sehr niedrige Erwartungen. Wie sieht's hier aus? Meinung. Hatte 6. Ja, da ist natürlich, ne? Das ist natürlich ein Traum. Richtig gemütlich. Ist das hier? Ja. Sehr gut. Hera, du musst mal wieder Essen machen, wie es aussieht. Ach so, es fehlt Fleisch, ja. Moment. Dein Mann kümmert sich da gleich mal drum. Jeden Moment. Ach hier, die sind die Skelette schon weg. Das ist eine Ratte. Das lohnt sich nie. Ich will keine Ratte jagen. Hier sind Boom. Umaloops. Ein einzelnes Muffalo. Guck mal. Ein einzelnes Muffalo. Wenn's das nicht bringt, dann wär's schön. Büro. Attacke. Ja, schnappe dir. Mit deiner epischen Maschinenpistole. Ja, bis wir mal uns eigene Waffen bauen können. Ah, da vergeht noch jede Menge Zeit. Was macht denn Husky? Achso, ja, hier ist ein Lager voll. Ja. Ich vergaß. Ich kopiere das Ding trotzdem schon mal. Moment, hier Zone. Lagerzone. Hier, Lager. Upp. So, das Lager hier. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Sehr gut. Das ist aber ein großes Lager. Und schon geschafft. Muffalo ist erledigt. Sehr gut. Dann haben wir ordentlich Essen wieder. Kann Hera kochen. Kochen. Im Moment forschen ist auch gut. Einfache Mahlzeit mal 3 ist im Lager verdorben. Ja, das ist halt so. Da können wir jetzt gerade nicht ganz so viel dran ändern. Aber wir kriegen gleich wieder wie war das? Gute Mahlzeiten? Weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Ist nicht gute. Lecker. Leckere Mahlzeit heißt das Ding. Die können wir dann bald machen. Husky bringt den letzten Stahl ran. Stahl brauchen wir ja noch nicht so viel, weil wir noch weiter forschen müssen dafür. Hier Schmieden brauchen wir. Lange Klingen. Langbogen, Mechanik. Müssen alles. Curvebogen können wir forschen. Okay, cool. Curvebogen. Der ist so schnell geforscht. Ne, bis 200. Und dann der Langbogen, der dauert länger. Ich glaube, das mache ich als nächstes, ein Recurve-Bogen. Ich weiß gar nicht, wo der gebaut wird. Aber der klingt interessant. Ist vielleicht besser als die, das komische Ding, was er jetzt hat. Was hat er denn jetzt? Achso, hier diese Maschinenpistole. Maschinenpistole ist auf kurze Entfernung zwar ganz gut, die ist schlecht an 60%. Ah, weiß ich nicht, wie gut das wirklich ist. Genauso ist die Schrotflinte schlecht und 42%. Wenn die aber hier einen guten Bogen bastelt, weil sie Handwerk jetzt schon eine Stufe 9 hat, dann gewinnen wir da vielleicht mehr von. Mal sehen. Sie baut ja jetzt in jedem Falle hier einen Boomrad mit Staubmantel. Haben wir noch irgendwas anderes? Genug von. Ja, wenn sie das Muffalo geschlachtet hat, dann kann sie noch einen Staubmantel bauen aus dem Muffalo-Fell. Da soll sie das auch gleich tun, weil dann haben die beiden nämlich auch Staubmäntel an. Und vor allen Dingen halt ja, der Schutz ist wichtig, dass sie diese so einfach Gliedmaßen verlieren und so. Den Augen hilft es zwar leider nicht, aber das ist halt so. Ja, wie ist dein Kochen? Stufe 9 schon, schön. Das geht voran. Sehr gut. Und dann kocht es auch gleich los hier. Ja, sieht super aus. So mögt man das. Wie weit ist der Staubmantel? 100.
Es geht echt langsam voran hier. Dafür nimmt er das Skill zu ohne Ende. Naja gut, so ist das. Hier, das Lager ist fertig. Fertig, yay. Hier, der Kaktus kann da mal weg, bitte. Den kannst du gleich mal wegschneiden. Hallo, schneide. Schneide doofen Kaktus bitte fort. Dankeschön. In Ordnung. Okay, was ist der nächste Plan hier? Haben wir noch irgendwelche Blöcke? Es sieht nicht so aus direkt. Doch, hier 25. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt schon anfange mit dem Tier-Ding. Wie nennt man das? Scheune oder so? Hier in die Ecke. Aber für zwei Tiere muss das jetzt eigentlich noch nicht sein. Da kann er mal hier das abreißen. Vielleicht kommt er dann auch mal wieder zum Forschen. Langsam aber sicher kommen wir ja jetzt in den Bereich, wo es wieder läuft, wo wir quasi die angestaute Arbeit abgearbeitet haben. Genau, sie kocht weiter. Kochen 10. Oh, schön. Nice, nice, nice. Geht gut. Geht gut los. Ne, hier, Hundi hilft auch beim Kochen. Super. Wieso trägst du... Ach nee, du trägst 3. Ich dachte gerade, du trägst ja bloß eine Mahlzeit. Aber nee. Wow, ho, ho. Das kann aber auch mal knapp sein, du. Hospitality, ja, ich weiß. Wir haben Hospitality installiert. Leider noch keinen Besuch gekriegt. Mal gucken, kommt demnächst bestimmt irgendwann nochmal einer vorbei. Ein Besucher. Das klappt schon. Hera und Pyruka wohnen hier. Und Chamber. Geht das mal verloren, schon mal gucken, wie die da wohnen. Na gut. Hier, gib Gas. Der Staubmantel ist bald fertig. Wie weit ist dein Handwerk? 5000. Sehr schön. Ah, das ist super. Gut, dann würde ich mal sagen, dann machen wir das nämlich so. Sobald hier die Forschung mit den Betten fertig ist, dann kommt erstmal der Recurve-Bogen dran. Damit wir bessere Waffen kriegen. Dann kann sie den Recurve-Bogen auch gleich bauen. Hier, Chamber. Chamber ist ja ganz gut darin. Was macht sie denn jetzt? Achso, den nächsten Staubmantel anfangen, genau. Wo hat sie denn den jetzigen hingelegt? Ach hier, Pyro hat ihn schon an. Ja, nice. Wie ist der denn geworden? Normal. Was bringt der da? Der bringt ja 10,5% Schutz gegen Stichschaden. Das ist schon mal ganz okay. Damit sollte er jetzt schon über 10% haben. Ja, 16% gegen Scharf. Das ist sehr gut. Weil natürlich Kleidungsstücke, die übereinander liegen, die quasi... Naja, die addieren sich nicht, die multiplizieren sich miteinander, die Schadensreduzierung. Denke ich zumindest mal, das würde ich so machen, wenn ich das programmieren würde. Das heißt nichts. Aber ist halt so. So. So, die Lager hier kann man mal ein bisschen hübsch machen. Ne? Ja, das ist ja jetzt nicht mehr ganz so. Halt, das war nicht in Ordnung. Moment. Oh, la, Zone entfernen. Ja. Ja, da, Lager. Zone, Lagerzone. So. Und so. Wunderbar. Dann funktioniert das jetzt hier weiter. Das reißt er dann gleich ab, der Pyro. Und ansonsten, ja, ist das ja eigentlich alles gut. Dann kann das Lager hier weg. Ja, weg. Kann der Hund dann rübertragen, wenn er lustig ist. Und sobald das rübergetragen ist, das hier wird neu installiert. Irgendwo hier. Mache ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob es richtig ist.
Ich hoffe, das funktioniert dann da. Dann erweitern wir das Gebäude ungefähr hier so. Machen das auch bis hier oben hin. So. Und bauen dann die ganzen Freizeitaktivitäten, Spaßaktivitäten da rein. Machen Boden rein, damit er hübsch ist, das hübsch ist. Wir haben leider noch keinen Künstler. Ansonsten kann man nämlich Kunstwerke bauen und die Kunstwerke werten die Gebäude richtig auf. Pyro ist mit Kunst überhaupt nicht zu begeistern. Sie auch, ne? Und Chamber auch eigentlich auch, ne? Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Künstler, dass wir dann unsere ganze Kolonie aufhübschen können. Aber im Moment noch nicht. Oh, hier, das ist noch wichtig, sehe ich gerade, ne? Hier. Da fehlt was. Das ist ja Holz. mit Holz kommen wir nicht weiter. Na gut. Die sollen erstmal essen. Sobald sie hier an die Arbeit geht, geht sie? Ja. Hier. Machen wir bitte Blöcke. Und Pyro, du reißt es hier ab. Haben wir da einen Befehl für, der übergreifend geht hier abreißen? Das muss weg, das muss weg und das muss weg. Der da muss nicht weg. Das war falsch. Aber hier, das muss weg. Da kommt nämlich Granit hin oder Kalkstein oder eins von beiden in jedem Falle. Dann haben wir ein bisschen Granit. So, mal gucken. 60 Granit. Hier oben ist keiner, oder? Ne, ist keiner. Der Hund schläft noch, deswegen passiert da noch nichts. Kalksteinbrocken. Ich hoffe, das kriegt man heute fertig. Das wäre gut. Nee, dass die Bude so lange offen steht. Ja, hier. Okay, 60 kann ich davon verbauen. 40. 50. 55. Okay, das macht er erst mal. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ja, der Herr Hund hat jetzt ordentlich was zu tragen hier. Lass doch erstmal essen. Ne? Frühstück. Gute Mais. Mm. Ach, 17 hat er gleich davon gegessen. Hat sich aber ordentlich einen Wanz vollgeschlagen hier, der Gute. Jetzt trägt er bestimmt das hier. Ach nee, die Mahlzeiten, ja. Das geht auch ganz gut. Büro, hast du jetzt bloß eins gemacht? Ach, du bist ja auch blöde manchmal. Hier, trage mal bitte Holz. Dass das weg ist, dass du hier effektiv arbeitest. Ich wollte das nämlich heute eigentlich fertig kriegen. Dafür musst du aber effektiv arbeiten. Nee, so ein Kappes machen. Ja, genau. Trägt Zimtgarn. Sehr schön. Sieht hier unten? Nix. Gibt's eigentlich noch was an Möbeln, die man in die Bude stellen kann, die hübsch sind? Regal? Ist das hübsch? Weiß ich nicht. Kann man Ausrüstung lagern? Kommode. Das ist halt super für Betten. Die haben aber schon. Bringt die sonst noch irgendwas? Attraktivität halt 5, ne? Was nicht schlecht ist. Der Nachttisch. Attraktivität 4. Stuhl. Oh, 4. Oh, der hier noch so mal gebildet. Ach, Blumentopf. Ja, Blumentopf ist eine gute Idee. Attraktivität 6. Ja. Dann machen wir doch ein paar Blumentöpfe, damit das hier hübsch ist. Hier, komm. Da und da. Dann kriegt jeder noch einen ins Zimmer reingestellt. Stimmt, da hätte ich mal eher drauf kommen können. Blumentöpfe. Ich denke immer bloß an die Statuen. Aber die Blumentöpfe gab es ja auch noch. Genau. Ja, hier, Büro. Bau, bau, bau. Wie weit bist du denn? Oh, gleich 15. Bald 15. Ja, die haben sie gut aufgewertet, was du brauchst an Erfahrung für die nächste Stufe. Ne, 20.000 war eigentlich das, was du für Stufe 20 gebraucht hast.
um Stufe 20 zu erreichen, hast du eigentlich 20.000 gebraucht. Jetzt brauchst du 20.000 für Stufe 15. Also wahrscheinlich dann 30.000 für Stufe 20. Falls es so weitergeht, wie es jetzt aussieht. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber das ist, sieht auf jeden Fall besser aus. Nur es war doch relativ leicht dann auf die hohen Stufen zu kommen oder relativ schnell. Vor allen Dingen, wenn die Leute dir nicht wegsterben. Und du die nur Aufgaben machen lässt, die sie mögen. Dann kommst du doch relativ schnell auf die 20. Und dann basteln die halt so gutes Zeug, dass du eigentlich keine Probleme mehr hast im Spiel. Vor allen Dingen, wenn du halt einen Handwerker hast, der Stufe 20 ist, der bastelt dir dann super Kleidung und super Waffen. Ne, hast du übelsten Schutz, also richtig starken Schutz, und du hast so noch ordentliche Waffen, zielgenau vor allen Dingen. Dann hast du auch gegen die Raids keine Probleme. Was macht ihr hier unten? Du bist fertig mit den Steinen, das ist gut. Wie viele haben wir? Kalkstein 200. In Ordnung. Schaffen wir das? Wie spät ist es denn? 14 Uhr? Nee, das schaffen wir heute nicht mehr, die Küche fertig zu bauen. Schade. Aber Pyro wird als nächstes hoffentlich die Blumentöpfe machen. Hera, kannst du mal ganz kurz das hier putzen? Ich weiß, du forschst gerade und forschen wäre eigentlich auch wichtig, aber... Da ist Dreck. Und der muss weg. So ist das manchmal. Damit das hier wieder schön ist. Warst du das? Fast eindrucksvoll, ja. Sehr gut. Okay, dann mache ich jetzt hier in deinem Zimmer nochmal. Und in Chambers Zimmer auch nochmal. Okay, wunderbar. In Ordnung. Das hier ist abscheulich. Jetzt ist es auch abscheulich, aber im positiven Bereich. Na gut. So, da ist die Wand fertig. Jetzt baut er hoffentlich die Blumenkästen hier. Warum baue ich die eigentlich aus Holz? Warte mal, Holz bringt das Attraktivität? Basis minus 4 zu multiplizierende Werte fürs Endprodukt ist nicht, nothing, nada, niet, zero, no, mehr, was? Hier ist bloß Aufbauaufwand, aber keine Attraktivität plus 135, ja dann, die Blumentöpfe nicht aus Holz, sondern die machen wir aus Marmor. Die kosten noch nicht viel? 15, das ist machen wir Marmor, ja. Marmor, dann ist es auch hübscher. So. Jo. Wir haben noch Marmor da. Und zwar nicht zu knapp, 200 irgendwas. Wie sieht's hier aus? Ich würde ja gut sagen, aber es sieht nicht wirklich hübsch aus. Ah, hier, es gibt direkt das Zeug. Ach, hier liegt ja auch alles rum. Er ist noch nie dazu gekommen, das alles hier runterzutragen, der Husky. Wie lange brauchst du denn, um das aufzubauen? Das geht. 50. Ist jetzt ohne kurz, aber auch nicht lang. Ja, dann kann Hera die bepflanzen und dann bringen die hoffentlich hier eine schöne Attraktivität dazu. Wie sieht es momentan aus? Es ist fast eindrucksvoll. Vielleicht kommen wir dann noch auf eindrucksvoll. Dass die, wenn die hier essen, auch ordentlich was davon haben. Dim, 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 dim. Und was bringt er? Er ist überlegen, ist er. Überlegen. Attraktivität. Gar keine, was? Warum? Warum hat er keine Attraktivität? Doof. Ja, der bringt nichts. Warum habe ich den dann aus Stein gebaut? Ist keiner. Na gut. Was gibt es denn hier jetzt für Pflanzen? Es gibt eine Rose. Attraktivität 14. Und es gibt die Tagel. Die bringt 18. Okay, dann machen wir die 18er Blumen da rein. Machst du die? Handelt Baumwolle. Achso, naja, machst du mal das.
Das ist eh wichtiger eigentlich. So, wie sieht's aus? Konstruktion 15. Sehr schön. Das finde ich gut. Chamber. Bist du schon auf 10? Nee. Aber du bist auf einem guten Weg Richtung 10. Sobald sie die 10 hat, darfst du... Ach nee, wir müssen die Bögen ja erst noch erforschen. Das dauert ja noch. Okay. Ich baue noch einen zweiten Forschungstisch. Ja, da noch einen Forschungstisch und noch ein... Noch ein Sessel dahin. Na, wenn wir jetzt hier mit durch sind, mit dem Bauen, dass die dann, dass dann Hera und Pyro forschen können. Das wäre schon wichtig, denke ich. Wie lange ist das noch? Verdirbt dann weniger als einen Tag, ja. Dann mach mal 15 leckere Mahlzeiten. Machst du? Ey, du pflanzt das mal an. In Ordnung. Bring die sofort Zeug. Ja, die sind sofort super, sind die. Okay. Das ist nice. Jetzt ist er eindrucksvoll, der komische Raum. Das gibt hier auch was. Genau. Ist jetzt langweilig. Aber immerhin mehr abscheulich. Genau, du kochst nochmal. Wieso liegt denn hier Mais im Bett? Warum tut man das? Ich weiß es nicht. Der Raum hier ist jetzt in Ordnung. Sobald das hier fertig ist, ist er besser. Na komm, schaffst du es? Ja. 47 ist immer noch in Ordnung. Du musst mal echt kochen jetzt hier. Lass das mal... Was? Ah, hier. Er macht sein Zeug. Cool. Bringt das was? Es bringt was. Ich hab's genau gesehen. Nicht viel, aber es bringt was. Okay. Wieso schmeißt du dich an Pyroka ran? Versuchte Pyroka für eine Romanze zu werben. Pyroka hat den Annäherungsversuch ignoriert. Ja. Richtig so. Ohne Tisch gewesen. Zurückgewiesen von Pyroka. Minus 5, ja. Dann lass das doch. Der ist verheiratet, Mann. Der ist in Flitterwochen. Hey. So geht das hier aber nicht, du. Wie sieht's aus? Essen fertig. Jetzt keiner. Oh ja, sie wird schon auf zu essen, zu Ende kochen. Und dann... Wie weit sind wir denn? Wir sind eigentlich durch. Achso, er macht jetzt hier den zweiten Forschungstisch. Dann den Sessel da. Ja, ihr redet wieder miteinander. Aber wehe ihr, ne? Hier. Passt du mal auf, du. Dann gibt's keinen Sex mehr. Sag ich dir. Ja. Was haben wir denn hier? Ein brauchbares Esszimmer und ein brauchbares Schlafzimmer. Cool. Was haben die denn? In Ordnung, ja. Und hier ist fast eindrucksvoll. Ist hier wieder Dreck drinne oder so? Ja, hier ist wieder Dreck drinne. Okay. Aber das gibt schon mal kleine Bonis. Wir bauen die ja dann nochmal aus. Demnächst gleich. Sobald die Holzmauer hier bei der Küche weg ist und ersetzt wurde mit Stein, dann ist vielleicht auch das Lager hier weggetragen worden vom Hund. Und dann können wir den hier ausbauen. So ein bisschen. Dass wir die Dummies da reinstellen können. Was ist denn das? Meteorit. Ein großer Meteorit ist in dem Gebiet eingeschlagen. Er hat ein großes Stück Silberader zurückgelassen. Cool. Das ist ja cool. Das ist auch ein neues Ereignis. Das gab es vorher auch noch nicht. Und ein Stück Wand hat er auch zerschlagen. Das ist ja cool. Ne? Schön. Könnte man jetzt abbauen, um mehr Silber zu kriegen, was man ja zum Handeln nehmen kann. Aber da bin ich erstmal wieder gegens Mikro gekommen. Der Schwierigkeitsgrad im Spiel richtet sich ja danach, wie reich du bist und wie viele Kolonisten du hast und was sie können.
Von daher wäre das unklug, das abzubauen, weil dann wird es sofort schwieriger. Und wir haben noch nichts erforscht, wir haben keine guten Waffen, keine guten Rüstungen. Ein hoher Schwierigkeitsgrad wäre im Moment auch ungünstig. Deswegen lasse ich das noch. So, seid ihr fertig? Sonnenfinsternis, ja. Okay. Wieso kam da jetzt dieses Geräusch? Beep. Na ja, gut. Das mit den Geräuschen, da bin ich noch nie ganz so richtig dabei. Was die bringen. Wie das sein soll. Naja. Macht ja nix. Chamber, kannst du mal ganz kurz hier die Blöcke herhacken? Wie sieht's denn aus? 8400. Bist du auf einem guten Weg? Du kochst. Wieso kochst du? Achso, weil die alle gefuttert haben. Ja, hier auffüllen. Fülle auf Herd. Dann kannst du nämlich nicht, dass das Fleisch jetzt hier verdirbt. Dann wäre es doch gut, wenn du es noch verkochst. Das wäre nämlich schade. Ja, vorbei mit Kochen. Ja, wir haben auch genug. Okay. Jetzt forschst du wieder? Ja. Yeah. Ja, natürlich genau da, wo... wo noch kein Stuhl steht. Warum? Frage mich, wonach sich das richtet. Labortisch, Forschungsgeschwindigkeit ist 83%, weil... Ach, Sauberkeit spielt eine Rolle für die Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Hier dann... rein ich immer. So. Okay. Forschungsgeschwindigkeit ist jetzt 85%. Raumsauberkeit ist mal 94, ja. Okay. Ja, jetzt forschen sie bitte. Jetzt geht das hier als Zeuge mit dem Forschen. Warum forscht ihr eigentlich bitte? Irgendwas, ach, Maffalo-Fleisch ist im Lager verdorben, ja. Oh, hier ist Tag der offenen Tür, wie es aussieht. Oh, Moment. Hier, nun wieder den Stein machen. Büro. Du musst bauen gehen. Forschen ist zwar schön und so, Betten sind cool. Aber gerade schlecht. Ja, Hundi, dir kann ich nie befehlen, dass du erst schon mal... Jetzt trägt der nämlich bloß 5. Ach, du bist so doof, ey. Hier, Trageholz. Das ganze Holz mit. Ja, wunderbar. Dann trägt er nämlich das nächste Mal auch ein bisschen Blöcke mit hoch hier. Priorisiere Arbeit Granit. Dann trägt er jetzt nämlich auch den ganzen Stapel hier mit. 60 Stück, genau. Also nicht den ganzen Stapel, aber schon ordentlich was. Chamber nochmal. Ja, genau. Wie sieht's aus? 9700, oh, fast geschafft. Fast geschafft. Sehr gut. Ja, hier macht das Ding zu. Wie spät ist es? 17 Uhr. Oh, schaffst du das heute noch? Das sieht gar nicht so aus, als würdest du das heute schaffen. Aber vielleicht haben wir Glück. Das hier sieht schon, ist schon ordentlich weggeräumt worden vom Hund. Das geht sehr wohl, das geht gut. Wie weit bist du denn mit Konstruieren? 15. Ja, 22.000 bis zur nächsten Stufe. Das dauert eine Weile. Dafür verlieren sie, glaube ich, nicht mehr so schnell Erfahrung. Früher haben sie dann ab Stufe 10 verlieren sie Erfahrung, wenn sie lange nicht mehr arbeiten. Oder wenn sie überhaupt einfach so permanent. Das ist immer noch, wie wir sehen hier. Die verlieren immer noch Erfahrung, wenn sie die Arbeit eine Weile nicht machen. Und würden dann auch absteigen von der. Du trägst 25 Stück, das sind die letzten, okay. Und würden dann auch wieder in der Stufe absteigen, wenn sie es zu lange nicht machen.
Aber das habe ich per Mod deaktiviert. Also die verlieren immer noch Erfahrung, aber die können nicht von der Stufe absteigen. Weil ich das doof finde. Aber jetzt, wo auch mehr Erfahrung nötig ist, um auf die nächste Stufe zu kommen, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Dass sie... Weil dann ist das Absteigen eh ganz selten. Mal gucken. Feuer! Alarm! Ja. Passiert. Macht ja nichts. Da brennt jetzt hier der Kaktus fort und das war's, ne? Niemanden interessiert's.